Sie sind hier, vergrößern, verkleinern. Die Tochter von George Foreman ist mit 42 Jahren verstorben. Urheberrecht Getty Images. Die Tochter von Boxlegende George Foreman ist tot. Die 42-jährige Frieda wird in ihrem Haus in Houston tot aufgefunden. Boxlegende George Foreman, 70, trauert um seine Tochter Frieda. Die 42-Jährige wurde laut US-Medienberichten am Samstag leblos in ihrem Haus in Houston gefunden. Die Polizei teilte mit, dass kein Fremdverschulden vorliege. Der erste Sonntag in 42 Jahren ohne meine Frieda. Sie ist jetzt bei ihrem Schöpfer. Für immer 10 Kinder, schrieb der ehemalige Schwergewichtsweltmeister Foreman am Sonntag bei Twitter. Frieda war ebenfalls Boxerin. Frieda Foreman schlug 2000 ebenfalls eine Boxkarriere ein, beendete ihre Laufbahn mit einer Kampfstatistik von 5:1, aber um sich um ihre Tochter zu kümmern. Sie wurde Boxpromoterin. George Foreman hat 10 leibliche Kinder, alle seine 5 Söhne heißen George mit Vornamen. 2009 adoptierte er ein Mädchen. 1974 wurde der damalige Weltmeister Foreman im spektakulären Rumble in the Jungle in der 8. Runde durch K.O. von Muhammad Ali entthront.